Servus und willkommen hier auf der Ackendorf. Ja, es ist viel passiert. Hier wird bereits schon wieder der nächste Mais angesät. Ich habe also ordentlich Körnermais weggeerntet. Ja, wir sehen ein bisschen Stroh ist dazugekommen. Ansonsten Weizen, Gerste, Raps hier eben in den Lagerbeständen. Und dann können wir mal, wo ist das hier, durchschauen. Da, der CCM Master, wo wir also unser Maismehl bekommen, ordentlich was reingefüllt. Und ja, hatte da eigentlich auch ein Video von gemacht, aber vielleicht hat es mit dem Datum zu tun, wann es ausgestrahlt werden soll. Denn heute, wenn ihr das Video seht, ist ja Freitag der 13. Und ja, irgendwie war das Bild zwar vorhanden, aber der Ton hat verrückt gespielt. Und ja, deshalb konnte ich das Video leider nicht verwenden. Und ja, bis ich es gemerkt habe, war ich natürlich mit der Maisernte dann auch schon fertig. Schade. Aber es wird ja wieder neuer Mais angesät, also da können wir dann das nächste Mal drauf schauen. Aber so meinen Kredit auch ein bisschen erweitern müssen, sind jetzt statt 50 75.000, weil ich sonst das Maisgebiss mir nicht hätte kaufen können. Im Moment das Konto auch etwas im Minus, aber wenn ich dann meine Verkaufstour starte, wird sich das ja definitiv wieder ändern. Aber wir können auch mal noch, oh, es war eins zu weit gesprungen, hier ins BGA Silo Top 2 reinschauen. 96,992, nicht Komma, Punkt, also 96.000, 97.000 sagen wir einfach, die paar Liter. 97.000 Liter jetzt drin, also doch ein wenig mehr geworden. So, und jetzt muss ich schauen. Hier wollte ich ein Feld mit Klee. Genau, hier das obere wollte ich mit Klee, weil das etwas größer zumindest wirkt. Und das andere dann mit Luzerne. Ja, der Fehler ist auch gefunden. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die Fix-Version schon da ist, wenn ihr das Video seht, aber es soll eine Fixversion geben, auf der dann eben der Klee und die Luzerne auch mähbar ist, ohne dass durch die Schwad die Frucht zerstört wird. Ich habe mich da also dann ja letzten Freitag dran gesetzt und ja, nach dreieinhalb Stunden etwa hatte ich dann soweit den Fehler lokalisieren können und ja, geflickt und ausgetestet, und es hat dann eben nach mehreren Tests auch immer wieder funktioniert, und dann habe ich da FSM Bescheid gegeben und dann ja noch bis spät in die Nacht dort im TS verbracht, und da haben wir dann zusammen eben im Prinzip das Ganze so ein bisschen auf der Map behoben und ja, was man halt natürlich so auch ab und zu mal machen muss, ein bisschen über Gott und die Welt gelabert, was jetzt nichts mit LS und der Map zu tun hatte. So, hier schön die Runde fahren. Ja, ist ein bisschen blöd mit den Bäumen, die versperren einen immer so ein bisschen die Sicht. Ja, vielleicht fäll ich da mal ein paar. So, rum. Aber am liebsten fälle ich ja nur Nadelholz. Die anderen, das ist immer so eine Quälerei, bis man die irgendwo verarbeitet hat. Deswegen weiß ich hier noch nicht. Es ist ja auch zumindest vom Ansehen her jetzt eben für lange Zeit das letzte Mal, denn ja, ich habe jetzt natürlich hier auch die Änderungen drin gelassen. Das heißt, ich habe jetzt eine etwas andere Map. Es ist noch nicht die Fix-Version, aber es ist eine geänderte Version. Und ja, habe das dann auch sogar so geändert, dass wir hier jetzt eben auch Luzerne und Klee drin haben. Wir sehen jetzt hier auch schon so diesen dunkelblauen Rand vom Klee
wo wir jetzt außen rumgefahren sind. Bin mal gespannt, ob FSM die Farben so übernommen hat. Ich habe es also so mit den Farbcodes rübergeschickt, aber vielleicht haben sie auch gesagt, gefällt uns nicht, ändern wir noch ab. Schauen wir mal. Ja, und da ich es vorhin schon angesprochen hatte, heute, wenn ihr das Video seht, ist Freitag der 13. Ja, ist euch heute Unglück passiert? Dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Oder sagt ihr, ach, das ist doch alles Humbug, ich bin nicht abergläubisch, Freitag der 13. ist wie jeder andere Freitag auch und da mache ich mich nicht verrückt. Auch das dürft ihr natürlich dann gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, wie das denn bei euch so aussieht. Und ja, wenn euch Missgeschicke passiert sind, vielleicht können wir ja dann, Schadensfreude ist ja die schönste Freude, ein bisschen zusammen drüber lachen. So, ich werde hier jetzt also auf jeden Fall, ich habe auch schon angefangen, die 1, die 2 und die 7 habe ich Raps angesät. Auf der 47 hat der Helfer schon Mais angesät, die 24 macht er jetzt gerade und dann kommt auf die 21 auch noch drauf. Ich könnte ja auch mal die Karte hier groß machen, damit ihr die Nummern auch so ein bisschen seht. Auf die 3 und die 4 müsste jetzt Weizen dran sein und auf der 10 und der 11 dann Gerste, sodass ich dort immer einen Wechsel habe. Die 47, 24 und 21, die will ich jetzt halt vorerst immer mal als Mais ansehen, zumindest solange Bedarf auch an Körnermais da ist. Und danach könnte ich mir vorstellen, dass ich mit denen auf Raps überwechsel. Weil das vom Ernten noch relativ angenehm ist, weil man da nicht immer so schnell den Hänger dann voll hat und da so viel hin und her kutschieren muss. Aber das schaue ich dann mal noch. Ja, wollte jetzt heute eigentlich auch gar nicht so lang spielen, aber wenn ich jetzt eh schon am Aufnehmen bin, ja, werde ich dann vielleicht doch noch ein bisschen was verkaufen und gleich noch die Samstagsfolge hinten dranhängen. Momente, läuft auch gerade hier ein Download im Hintergrund. Solange der nicht fertig ist, habe ich erstmal sowieso keine weitere Beschäftigung. Aber ist das neueste Patch für The Hunter in der Beta-Version. Da ist also jetzt eine Open-Beta-Phase dann eingeläutet worden und ja, da möchte ich jetzt auch mal reinschauen. Hab's am Wochenende hatte ich es eigentlich schon mal versuchen wollen. Aber da hat es nicht so mitgespielt. Da war der Server scheinbar doch recht stark überlastet und da ging der Download einfach nicht voran. Und ja, jetzt ging es ganz gut und dann habe ich gesagt, gut, dann ziehen wir uns den Patch jetzt noch und schauen uns das auch mal an. Einerseits, es wird dort neue Enten-Versionen geben, die will ich mir natürlich dann auch mal anschauen. Und ich bin ja auch nicht dumm, ich werde mir dort natürlich auch mal noch Waffen anschauen, an denen ich interessiert bin, die ich aber noch nicht besitze, um dort so ein bisschen abwägen zu können, ob sich der Kauf lohnt oder nicht. So, Klee haben wir bald fertig. Sehr schön. Ja, ist ein bisschen was anderes als mit der 9 Meter. Ich habe ja auf der Volksholm diese Saatmaschine als Mod eben auf 9 Meter verbreitert, weil ich mit der Standard 9 Meter Maschine eben einfach nicht so zurechtkomme oder nicht so zufrieden bin. Das Gespann ist mir einfach viel zu lang. Und ja, dann natürlich klar, beim Rückwärtsfahren mit dem Zusatzgelenk noch drin ist natürlich dann auch nicht immer gleich so. Ihr wisst ja, wie meine Künste sind bei Drehschemel und das sieht dann bei der Saatmaschine natürlich auch nicht viel anders aus. Ist also mehr zum Lachen, als dass es wirklich irgendwie sinnvoll wäre. So, das haben wir fertig.
Dann. Oh, Mist, übersprungen. Ist auch blöd, dass man hier nicht rückwärts blättern kann. Dann vielleicht kommt das ja im LS17 dann mal, dass man da auch einfach mit einer anderen Taste, sei es auch nur, dass man eben Shift-O drückt oder STRG-O und damit dann rückwärts blättern kann. Fände ich also schon definitiv keine schlechte Sache. Schauen wir mal. Ja, ist ja jetzt auch bekannt geworden, dass Giants jetzt mit Argo zusammen arbeitet, dem Konzern, bei dem eben Fendt zum Beispiel als eine der größten Marken unter Vertrag sind. Ja, viele haben Juhu geschrien. Gab auch wieder viele, die geschrien haben, Fendt, so ein Scheißdreck. Wo ich mich dann immer frage, auch wäre es nicht manchmal einfach wesentlich besser, wenn Giants einfach hingeht und alle Marken rausschmeißt und macht nur noch graue Lizard-Modelle, egal ob Traktor, ob Mähdrescher, wie auch immer, alles nur noch graue Lizards, damit endlich dieser scheiß Markenkrieg und dieses das ist besser vorbei ist, denn ja, meine Meinung kennt ihr, wenn ich hier für die Arbeit einen Traktor brauche, der mindestens, sagen wir jetzt mal, 100 PS hat, dann ist mir egal, ob der Traktor gelb, grün, rot oder blau ist. Hauptsache, der hat mindestens 100 PS. Und ja, das ist also da so mein Ding. Also die Marken, natürlich ist es schön, wenn man tolle, große... Na, ach du Scheiße, wo hängt denn der fest? Wie ist denn der da hingekommen? Alter! Soll ich den da rauskriegen? Also erstmal hier Differentialsperren noch rein. Aber der rutscht mir da natürlich. Ja, vielleicht kriege ich ihn so rückwärts raus. Mal gucken, wenn wir das Frontgewicht mal runterdrücken. Ne, komm mal auch nicht rückwärts mehr weg. Dü, hänge mal das mal ab. Ah, so geht's. Gut, haben wir es ja doch noch geschafft. Ja, können wir Differential wieder ausmachen. Das macht man natürlich im Stand. Eigentlich, wenn man es richtig macht. So, und da ist er hier einfach mal quer rüber gefahren. Interessant, aber ja, scheint soweit, da steht noch ein Stöppelchen. Das machen wir noch weg. Gut. Wunderbar. Und dann fahren wir zu Feld 24, kann dort Autotraktor weitermachen. Ja, läuft also mit dem Ursus hier wesentlich besser, als es mit dem Bührer gelaufen ist. Da war der Bührer also scheinbar doch einfach zu leicht. Dem hat es da also wirklich, ja, die Vorderräder total weggehoben. Im Hang war die Saatmaschine so schwer, dass es dem das Heck ja, weggerissen hat. Na komm, wir biegen hier mal direkt ab. So, und dann können wir den hier starten lassen. Ja, also so ist eingestellt, Kreisfahrt eben links rum, sehen wir hier. Und ja, am Rest habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Ja, hier haben mich auch ein paar aufgeklärt mit Saatgutverbrauch an oder aus. Also wenn das so ist, ist es dann wohl so, dass wenn die Saatmaschine leer ist, der Helfer eben stehen bleibt und ja, wir erstmal wieder Saatgut auffüllen müssen, und wenn wir das wegklicken, dann fährt er auch mit leerer Saatmaschine weiter und ja, verrechnet das Saatgut, was er eben verbraucht, dann direkt über den Preis. Und ich habe die Zeit mal 5, das brauche ich eigentlich nicht. So, gut. Das läuft soweit. Der fährt hier jetzt schön seine Runden. Können wir weitermachen? Oh,
anlassen. Ich wollte nur absenken. Hier noch ein bisschen die Kamera rum. Ja, die ersten ein, zwei Runden, dann sind wir weit genug in Feldmitte, dass uns die Bäume da nicht mehr so großartig was ausmachen. Aber bis dahin müssen wir erstmal kommen. Aber wie gesagt, ja, wir werden hier dann eben Klee und Luzerne häckseln, beziehungsweise wenn wir dann wirklich mal viel Futter bräuchten, können wir es auch mähen. Ja, ein kleines Ding ist mir auch noch aufgefallen, nachdem ich Klee und Luzerne hier repariert habe. Der Grasertrag wurde wieder höher und könnte jetzt wirklich dem Standardertrag entsprechen. Also das wurde durch Klee und Luzerne irgendwie mit beeinflusst. Ja, kann mir jetzt auch nicht 100% erklären, wie das jetzt wirklich dazu komplett kommen konnte. Dazu, ja, vielleicht doch ein bisschen zu wenig Ahnung, was diese ganze Programmierung, diesen ganzen Ablauf, der hier stattfindet, eben angeht. Aber ja, für mich eben wichtig, es funktioniert jetzt alles und es funktioniert sogar besser als vorher. Da ihr eben jetzt, ja, das Gras einfach wieder zum Mähen zur Verfügung steht und man nicht verzweifelt, weil da nichts bei rumkommt. So, bevor ich aber verzweifle, weil das Video so lange zum Hochladen braucht, werde ich es hier mal beenden. Sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.